Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Davon jedenfalls ist der Apostel Paulus überzeugt. Das hat er am eigenen Leib gespürt, erlebt, erfahren. Das ist die Quintessenz seines Lebens, die Summe seines Glaubens, die Zusammenfassung seines Denkens. Die Liebe ist am größten. Wohlgemerkt, nicht der Glaube, der ja sogar Berge versetzen kann. Auch nicht die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Nein, die Liebe steht im Zentrum. Warum ausgerechnet die Liebe? Weil die Liebe Ereignis geworden ist. Und weil die Liebe einen Namen hat. Gott ist die Liebe. Die Liebe, aus der wir alle ausnahmslos leben. Das ist die Liebe Jesu Christi. Und diese Liebe ist auch der Weg, wie die Liebe gelebt und gestaltet werden kann. Wie wir Liebe erfahren können. Doch wie? Der Vergleich mit der Kerze ist erhellend. Wieso brennt die Kerze? Weil genügend Wachs vorhanden ist. Weil genügend Nahrung und Sauerstoff da sind. Doch manchmal muss man den Docht auch zurechtschneiden. Sonst wird die Flamme zu hoch und rost. Und so gibt es auch eine Liebe, die ist zu schnell. Die verlangt zu viel, erwartet zu viel von anderen. Liebe, die zu laut und unbeherrscht ist. Oder in der wir uns verausgaben. Und diese Liebe tut nicht nur mir, sondern auch meinen Mitmenschen nicht gut. Ruß sozusagen in der Liebe, das sind die trüben Nebenabsichten, das bloße Drehen um die eigene Achse, das zu sehr Gewollte und Gemachte, das eben nicht erhellt, in kein gutes Licht setzt, sondern verdunkelt und verletzt. Und die Liebe eigenen Maßstäben, Wünschen und Vorstellungen unterordnet. Und die Liebe kennt nicht nur die Hochzeiten des Lebens, sondern auch die tiefen Täler. Dort unten, wo die Liebe erkaltet, wo das erhellende und wärmende Licht nicht mehr hinreicht, wo die Schatten wie mit Händen nach einem greifen und uns das Herz eng machen. Auch hier hilft der Vergleich mit der Kerze. Die Liebe gleicht nicht selten einem Docht, der nur noch glimmt, anstatt einer hell lodernden Flamme. Ja, menschliche Liebe ist zweideutig, bruchstückhaft, vom Scheitern bedroht. Liebe wird enttäuscht oder findet keine Erwiderung. Sie kann sogar vergehen, verlöschen. Ich denke beispielsweise an Paare, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung stehen. Eltern, die am Verhalten ihres heranwachsenden Kindes verzweifeln. Jugendliche, die ihre Eltern einfach nicht mehr verstehen und die für die Alten nur noch Verachtung übrig haben. Und wir kommen Menschen in Pflegeheimen in den Sinn. Menschen, die vergeblich auf Besuch von ihren Liebsten warten. Menschen, die einsam sind, sich allein verlassen, ungeliebt vorkommen. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, doch die Liebe ist die größte unter ihnen. Was in Liebe geschieht, das geht leichter von der Hand und wird gerne getan. Wo ich jemand mag und schätze,
da wird es mir warm ums Herz. Die Liebe macht das Leben freundlicher, leichter. Doch wie kann ich lieben? Ich behaupte, ich kann nur dann mein eigenes Herz schenken, wenn mir ein anderes Herz entgegenschlägt. Ich kann nur dann lieben, wenn mir selbst Liebe entgegengebracht wird, wenn ich geliebt werde. Ich bin davon überzeugt, dieses großartige Wunder geschieht, wenn ich vor Jesus stehe und unter sein Kreuz komme. Wen sehe ich dort? Einen Menschen wie wir, liebesbedürftig, angreifbar, verletzbar und doch so ganz anders. Er hat Mut gemacht, wo alles verloren erschien. Er hat Freude gebracht, wo Menschen nichts mehr zu lachen haben. Er hat unheilbar Kranken ihre Gesundheit geschenkt, hoffnungslose Fälle wieder ins Leben zurückgebracht. Schuldbeladene Menschen hat Jesus angenommen und zerstörte Beziehungen erneuert. Ja, in Jesus schaue ich dem himmlischen Vater mitten ins Herz. In das Herz, das sich losgerissen hat vom Liebsten, nämlich vom eigenen Kind. In das Herz, das für mich schlägt, in das Herz, das um meinetwillen blutet. Dass mein Herz zur Liebe frei und befähigt wird, das bewirkt der eine, der neben mir ist, sogar auf der untersten Stufe meines Lebens und der mir entgegengeht, als Bruder, Freund und Herr, Jesus, der Sohn Gottes. Ich bin von Gott geliebt, voraussetzungslos, bedingungslos, grenzenlos. Gott gibt mir in Jesus seine ganze, gute, perfekte Liebe. Und diese Liebe ist das tragfähige Fundament. Diese Liebe bleibt nicht folgenlos. Diese Liebe ist konsequent. Die Liebe macht kreativ, lebendig, erfüllt, befreit, entlastet. Und die Liebe bewährt sich gerade im Konflikt, in den Katastrophen und Krisen unseres Lebens. Wer liebt, der nimmt auch Schweres auf sich, um der Menschen willen, die er lieb hat. Die Liebe setzt eigene Interessen aufs Spiel und vermag sogar Schmerz und Scheitern anzunehmen. Die Liebe führt nicht Buch. Sie rechnet weder auf noch ab, weder vor noch nach. Ja, die Liebe Gottes greift sogar über das hinaus, was wir Menschen uns zu sagen haben, was wir von uns aus zu tun vermögen. Und ich persönlich, ich höre diese Worte des Apostels, ohne dass ich mich durch die Erfahrung beirren lasse, wie gefährdet die Liebe ist, wie viel ich schon an der Liebe gefehlt habe und noch fehlen werde. Gegen alle Erfahrung und gegen alle Zweifel macht die Liebe Jesu Christi unsündige Menschen liebenswürdig und liebensfähig. Wir, die wir immer wieder schuldig werden und manches schuldig bleiben. Samstag, der 3. August 2014. Gegen 13.45 Uhr biegt Dorothee, meine Ehefrau, bei Ershausen nach links in Richtung Dillenburg auf die Bundesstraße ab. Dabei übersieht sie an der Kreuzung ein herbeifahrendes Motorrad und nimmt dem Fahrer die Vorfahrt. Die schwere Maschine kracht in die Frontpartie des Multivans. Der Aufprall ist so heftig, dass der 46 Jahre alte Fahrer in die gegenüberliegende Seite geschleudert wird. Dabei erleidet er schwerste Verletzungen und stirbt noch an der Unfallstelle.
Ehemann und Lebenspartner, Vater von 6 schulpflichtigen Kindern. Doro und die 3 mitfahrenden Kinder in unserem Fahrzeug bleiben wie ein Wunder unverletzt. Wir sehen das beschädigte Auto, das zertrümmerte Motorrad, vor allem die Familie und Freunde des Opfers. Wir sind einfach nur betroffen, bestürzt, sprachlos. Die Familie war auf dem Heimweg. Sie hatten einige Kinder und deren Freundinnen abgeholt von einer christlichen Jugendfreizeit. Eine lähmende Zeit, wie im Traum. Ein Albtraum. Was sollen wir tun? Was lassen? Wir suchen, fragen, ringen. Tage später entschließen wir uns, der Familie einen Brief zu schreiben. Ich zitiere sinngemäß einige Sätze. Ich bin tief erschüttert, fassungslos, ohnmächtig, hilflos. Schon gar nicht kann ich in Worte fassen, wie unendlich leid es mir tut, was ich Ihnen, Ihren Kindern, der ganzen Familie angetan habe. Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Weshalb habe ich nicht aufgepasst und habe dadurch einen so wertvollen Menschen getötet und in der Mitte seines Lebens herausgerissen? Wir haben gehört und gelesen, dass Sie Christen sind. Wir glauben auch an Jesus. So sind wir im geistlichen Sinn Geschwister, durch Gott miteinander in Liebe verbunden. Der Glaube gibt uns Hoffnung und Trost, auch wenn ich so verzweifelt, mutlos und einfach nur traurig bin. Für mein Fehlverhalten gibt es keine Entschuldigung. Ich bin mir meines Versagens bewusst. Können Sie mir meine große Schuld vergeben? Darf ich Sie überhaupt und jetzt schon darum bitten? Welche Antwort wird uns erwarten? Was ist, wenn Wut, Aggression und Hass die Herzen, Gedanken und Gefühle bestimmen? Nicht auszudenken. Wir würden unseres Lebens nicht mehr froh werden, vielleicht selbst gar nicht mehr leben wollen. Bange Tage des ängstlichen Wartens. 2 Jahre später, Sommer 2016. Wieder einmal haben wir uns verabredet und verbringen gemeinsam einen sonnigen Urlaubstag an einem schönen See in der Nähe von Potsdam. Wir fahren Boot, essen Eis. Die beiden Frauen sind regelmäßig in Kontakt. Opfer und Täterin begegnen einander. Wir feiern miteinander Gottesdienste oder erleben mit unseren Familien Musicalaufführungen der Kinder. Liebe, das ist mehr als "es ist doch alles nur halb so schlimm". Das vergeht schon wieder. Nein, die Zeit heilt keine Wunden. Allein die Liebe Jesu. Denn Gottes Liebe gibt und sie vergibt. Sie verbindet Wunden und Menschen miteinander. Das haben wir erlebt und erfahren. Und dafür sind wir unendlich dankbar unserem treuen Gott und der Familie, die meiner Frau verziehen hat. Darüber staunen wir und es beschämt uns jeden Tag neu von ganzem Herzen. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, die Liebe Jesu trägt und tröstet. Sie ermutigt und gibt die nötige Kraft, die wir jeden Tag brauchen. Denn sie ist stärker als der Tod. Und sie hilft,
dass wir einander stützen und stärken können, die Hoffnung nicht verlieren, Glauben bekommen und Glauben behalten. Die Liebe ist das großartigste Geschenk und sie bleibt Gebot und Wegweiser unseres liebenden Gottes. Dass wir das Leben liebevoll gestalten, dass die Liebe in uns wirksam ist und heilsame Auswirkungen hat, dazu verhelfe uns der Geist Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der die Liebe ist. Amen.